Am Sonntag um 6 Uhr früh beginnt die wohl wichtigste und ganz sicher größte Wahl des heurigen Jahres. Fast 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wählen einen neuen Landtag und die Umfragen prognostizieren deutliche Verluste der regierenden ÖVP. Während die SPÖ davon offenbar kaum profitieren kann, sehen die Meinungsforscher Gewinne, vor allem bei den Freiheitlichen. Heute trafen sich die drei Spitzenkandidaten und drei Spitzenkandidatinnen und zwei Spitzenkandidaten der Landtagsparteien zur letzten Fernsehdebatte vor der Wahl am Sonntag. Und dabei warnte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einmal mehr vor einer rot-blauen Zusammenarbeit, die die ÖVP von der Macht verdrängen wolle. Ja, weil es vor allem darum geht, in diesem Wahlkampf blau-rot zu verhindern, denn beide Herren, sowohl Udo Landbauer als auch Franz Schnabel, haben hier den Anspruch gestellt, Landeshauptmann zu werden. Und ich will das verhindern. Und bei mir begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Professor Filzmeier, Johanna Mikl-Leitner warnt also heute zur Wahl, stünde blau-gelb oder blau-rot. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass diese Warnung vor einer SPÖ-FPÖ-Koalition auch tatsächlich Realität wird? Es ist nicht die wahrscheinlichste Variante. Es handelt sich natürlich auch um eine Mobilisierungsstrategie der ÖVP. Man will mögliche ÖVP-Anhänger, die vielleicht Couch-Potatoes am Wahltag sein sollten, zum Gang ins Wahllokal und einer ÖVP-Stimme bewegen. Man will auch das Erwartungsspiel geschickt spielen, also sich dann mit der schlechtestmöglichen Umfrage vergleichen und auch ein Ergebnis, das wahrscheinlich für die ÖVP noch unter dem bisher geschichtlich schlechtesten Ergebnis, das waren 44% im Jahr 1993 liegt, das relativen Erfolg verkaufen. Aber es ist durchaus möglich, dass die Geister, die die ÖVP hier rief, für sie auch Realität werden. Die ÖVP gibt ja das Ziel an, über 40% liegen zu wollen. Aber wie wichtig ist das überhaupt, ob sie über oder unter 40% liegt? Ein Verlust scheint ja relativ realistisch. Das ist als Faustregel die entscheidende Hürde, ob man auch die Mehrheit in der Landesregierung verliert. Denn die ÖVP hat nur in Stimmen gar nicht, in Mandaten ganz knapp die Mehrheit im Landtag 2018 als absolute Mehrheit geschafft. Die ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weg. Aber man stellt aufgrund des Proporzsystems, jede Partei bekommt anteilig Regierungssitze ab einer gewissen Parteigröße zugesprochen, derzeit 6 von 9 Landesräten. Wenn man einen verliert, 5 von 9 wären immer noch eine absolute Mehrheit. Geht dieser 5. Landesrat, und den hat man ab ca. 40%, sehr vereinfacht dargestellt, auch noch verloren, dann hätte man erstmals in der Nachkriegsgeschichte keine absolute Mehrheit in der Regierung. Und dann ist der politische Machtverlust wirklich gegeben. Wir haben bei der Diskussion auch eine Umfrage gesehen zur Bekanntheit der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Die ist vergleichsweise gering bei allen der 5 Kandidatinnen und Kandidaten. Wie bundespolitisch geprägt ist denn diese Wahl, wenn es die landespolitischen Kandidaten nicht so sehr bringen? Wir sehen hier jetzt auch eine Umfrage aufgegliedert nach Alter. Also zunächst die Vorwahlbefragung des ORF Niederösterreich, da sind auch die jetzt gezeigten Daten daraus, ergeben, dass eine Mehrheit bundespolitische Themen für wichtig erhält. Bei der Befragung nach der Bekanntheit muss man sagen, das war eine ungestützte Fragestellung. Also es wurde nicht der Name einer Kandidatin oder eines Kandidaten genannt und dann konnte man sagen, ja, habe ich schon mal gehört, sondern es musste einem aktiv der jeweilige Name einfallen. Und da waren alle Werte gering, aber vor allem erschütternd gering war sie bei den unter 30-Jährigen. Das sind die Zahlen, die wir jetzt in der Grafik sehen. Keine Kandidatin, kein Kandidat ist einer Mehrheit der unter 30-Jährigen proaktiv bekannt. Mikl-Leitner als Landeshauptfrau und Landbauer FPÖ-Ling bei etwa 30%, alle anderen noch schlechter. Strategisch macht das paradoxerweise sogar Sinn, denn das Durchschnittsalter der Wahlberechtigten ist 50 Jahre. Die Wahl wird eher bei 60 plus oder Pensionistinnen und Pensionisten entschieden. Die unter 30-Jährigen haben das Pech, dass sie zu wenige sind, um wahlstrategisch interessant genug zu sein. Das heißt, sie sind wahltechnisch gar nicht interessant für die Parteien, die Jüngeren, die unter 30-Jährigen? Rein rechnerisch nur bedingt, um einen Zahlenvergleich zu bringen. Wir haben mehr als doppelt so viele über 80-jährige Wahlberechtigte als 16- bis 18-jährige Jungwählerinnen und Jungwähler. Also das Ergebnis kann ich mit den Alten oder sehr Alten viel mehr beeinflussen. SPÖ-Chef Franz Schnabel hat versucht, die eigene Position etwa in Asylfragen heute zu erklären. Das hat er so gemacht. Ich habe es ja mit einem Innenminister Kickl und die ÖVP mit 20 Jahren ÖVP-Innenminister großteils aus Niederösterreich, auch die Frau Mikl-Leitner war Innenministerin, ja bewiesen, in dieser Frage keine Lösungen, sondern nur Lösungen zu suggerieren und zu dilettieren. Dublin III ist gescheitert und ich möchte
weder die Menschenrechte in Frage stellen und ich möchte auch keinen Zaun um Niederösterreich errichten. Und ich glaube, das wollen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch nicht. Herr Professor Filzmaier, Migration ist ja klassisch ein Thema, mit dem FPÖ und ÖVP in der Vergangenheit punkten konnten. Kann die SPÖ da heute damit Punkte machen? Nein, weil man bestenfalls der Dritte in der von Ihnen genannten Parteienreihenfolge ist. Selbstverständlich hat jede Partei Wunschthemen, die man auf Platz 1 der öffentlichen Debatte platzieren will. Und das ist beispielsweise bei den Grünen logischerweise Umwelt und bei der FPÖ eben Zuwanderung. Es war schon die ÖVP, auch die Bundespartei, in den letzten Wochen und Monaten fleißig damit beschäftigt, dieses Thema wohl freiwillig strategisch gedacht, aber dann unfreiwillig zugunsten der FPÖ hochzufahren. Wenn sich die SPÖ erst auch noch mit Gebrüll in dieses Getümmel stürzt, hat sie aus meiner Sicht nichts zu gewinnen. Die SPÖ ist im Bund in Opposition. Auch die ÖVP im Land Niederösterreich verliert laut Umfragen. Und doch kann die SPÖ kaum davon profitieren, im Bund und im Land. Warum ist das so? Man könnte es natürlich sagen, siehe Bekanntheitsgrad vorher, ein Spitzenkandidat, der nicht ausreichend punktet. Allerdings hat die SPÖ auch in Tirol nicht wirklich zugelegt, nur im minimalen Promille-Bereich, nicht einmal im Prozentpunkte-Bereich. Kann man sagen, auch Dornau in Tirol war kein Strahlemann als Spitzenkandidat. Aber das Grunddilemma scheint mir zu sein, dass man sich als Alternative zur sehr in der Kritik stehenden ÖVP als Regierungspartei schwer profilieren kann, wenn man beispielsweise auf Bundesebene seit 1970 in über 40 Jahre lang auch Kanzlerpartei war. Also da zu sagen, wir machen alles anders beim Thema Posten- und Auftragsvergabe beispielsweise, das ist dann oft nur bedingt glaubwürdig. Ich muss mich korrigieren, im Bund konnte die SPÖ natürlich in den Umfragen schon profitieren, in Niederösterreich offenbar weniger. SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabel hat auch innerparteiliche Konkurrenz. Der Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler läuft vom letzten Platz der Landesliste im Vorzugsstimmen. Kann ihm da gefährlich werden? Das wird spannend, denn entweder ist Schnabel der Blamierte oder Babler entzaubert. Man muss das niederösterreichische Wahlrecht hier erklären. Auf der Landesliste, und da steht Andreas Babler quasi an letzter Stelle, kann man vorgereiht werden und dann auch in den Landtag einziehen, wenn man 4% der gültigen Stimmen erreicht. Nicht nur 4% von den gültigen Stimmen der eigenen Partei, also der SPÖ, sondern insgesamt. Jetzt weiß ich die Wahlbeteiligung natürlich nicht am kommenden Sonntag, aber gehen wir anhand der Wahlbeteiligung 2018 davon aus, das sind 8, 9 100.000 Stimmen, da bräuchte Babler plus minus 40.000 Vorzugsstimmen. Schnabel hatte beim letzten Mal auch nicht mehr. Also entweder er überholt den eigenen Spitzenkandidaten, der Land auf Land abplakatiert ist, das ist peinlich für Schnabel, oder er ist selbst entzaubert und vielleicht ein Phänomen, das in einer Wiener Twitter-Blase sehr populär ist, nur da sind viele gar nicht wahlberechtigt in Niederösterreich. Das wird so oder so spannend. Der Partei nutzt es allerdings, denn wir haben ja das Kuriosum, dass die Personenstimme sozusagen die Parteistimme in Niederösterreich schlägt. Man wählt also mit der Person immer die Partei mit. Das ist eben ganz besonders in Niederösterreich, das gibt es landesweit nur so nur dort, dass nämlich die Vorzugsstimme für eine Person die Parteistimme schlägt. Wer profitiert denn davon bei der kommenden Landtagswahl? Natürlich die Amtsinhaberin, denn sie ist die bekannteste Politikerin. Und um es klar zu sagen, wenn Mikl Leitner als Vorzugsstimme auf den Stimmzettel geschrieben wird und man kreuzt gar keine Partei an oder man kreuzt SPÖ, FPÖ, Grüne oder NEOS an, dann hat man soeben ÖVP gewählt, ob man es weiß oder nicht. Das gilt natürlich auch für alle umgekehrten Namens- und Parteikombinationen. Aber es gibt einen Amtsinhaberbonus. Und jetzt fragt man sich, wie kommt man zu so einem Wahlrecht? Na, das wurde mit 2/3 Mehrheit in den 90er Jahren beschlossen, dass die ÖVP als Amtsinhaberpartei dafür war. Das ist wenig überraschend. Das wäre die SPÖ in Wien genauso oder wäre früher die FPÖ in Kärnten auch dafür gewesen. Warum aber die Sozialdemokraten in Niederösterreich als Nicht-Landeshauptmann-Partei dafür waren, das ist eher mit der damaligen Denkweise des SPÖ-Parteichefs Schlögl, früher auch Innenminister, zu erklären. Der war offenbar fest überzeugt, ich bin nicht Amtsinhaber, aber so beliebt, das nützt mir auf jeden Fall. Hat sich nicht ganz bestätigt. Erwin Bröll hat mal über 300.000 Vorzugsstimmen bekommen. Das war mehr als die SPÖ insgesamt Stimmen überhaupt gehabt hat. Vergleichsweise viel Platz nahmen in der Diskussion die Vorwürfe gegen den früheren ORF Niederösterreich-Chefredakteur Robert Ziegler ein. FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer kritisierte die ÖVP sehr scharf. Das ist permanente ÖVP-Intervention, in diesem Fall im ORF Niederösterreich. Aber das kennt man ja von landesnahen Gesellschaften genauso. Da ist es ja nichts anderes. Und weil der Herr Sobotka angesprochen worden ist, da wissen wir jetzt auch, dass der jeden Freitag beim Herrn Ziegler vorbeigeschaut hat, auf ein paar Achterl Wein und da ausgemauschelt hat, was passiert. Herr Professor Filzmaier, wie sehr bewegt denn das Thema Protestwählerinnen und Wähler, die die FPÖ am Ende ansprechen will?
es passt in die Strategie der FPÖ, nämlich gegen die da oben und gegen alle etablierten Institutionen. Und da zählt auch der ORF dazu. Ein bisschen paradox ist, dass gegen die da oben natürlich der Tatsache widerspricht, dass die FPÖ selbst mehrfach auf Bundesebene Regierungsverantwortung hatte und ja auch durch Landesrat Waldhäusl aufgrund des Proporzsystems in der Landesregierung ist, konkret zur Causa ORF Niederösterreich. Da gibt es ein strukturelles, sehr grundsätzliches Problem, nämlich Landeshauptleute, nicht nur in Niederösterreich, haben ein Anhörungsrecht, wer ORF-Landesdirektor werden soll. Der Begriff klingt schon etwas diffus, denn wenn das nur bedeuten würde, der Generaldirektor muss sich das halt anhören und kann nachher sagen, das interessiert mich nicht, was Sie sagen, dann wäre es unnötig als gesetzliche Regelung. Wenn daraus ein Mitbestimmungs- oder gar de facto Entscheidungsrecht wird, dann wird es problematisch. Und wo dazwischen ein sorgsam austariertes, sinnvolles Gehabe ist, das ist sehr, sehr unklar. Aber soweit, nicht unbedingt so gut, das ist die gesetzliche Lage. Im konkreten Fall geht es auch um den Vorwurf, dass der frühere Chefredakteur Ziegler, jetzt Landesdirektor, konkret die Berichterstattung beeinflusst haben soll, also wie oft welcher Politiker vorkommt. Und das ist unabhängig von der gesetzlichen Lage schlicht und einfach ein No-Go. Die FPÖ hat es ja traditionell in Niederösterreichs vergleichsweise schwer, hatte geringere Ergebnisse als in anderen Bundesländern. Jetzt liegt man in Umfragen aber deutlich höher. Warum ist das so? Das liegt nicht am ORF-Thema, sondern am Zuwanderungsthema, das im Vergleich zu den letzten Jahren, wenig überraschend, weniger Migrationsbewegungen während Lockdowns und Pandemie, wieder an Bedeutung gewonnen hat. Es ist aber auch erstmals ein gelungener Doppelpass zwischen Landesparteiorganisation in Niederösterreich, die wirklich immer schwach war. In den Nachbarbundesländern Wien und Oberösterreich hatte man Ergebnisse von über 30% schon mal erzielt. In Niederösterreich ist das Rekordergebnis 16% im Jahr 1998 gewesen. Aber dieser Doppelpass hat nie funktioniert. Zum Beispiel die frühere Landesparteichefin Barbara Rosenkranz und Heinz-Christian Strache als Bundesparteichef, die haben sich kaum so wenig über den Weg getraut und waren sich so wenig blau, weil so wenig grün kann man ja nicht sagen bei der FPÖ, dass sie kaum Termine auch nur akkordiert haben im Wahlkampf. Das klappt jetzt mit Kickl, der ja, obwohl er in Wien lebt, auch Teil der niederösterreichischen FPÖ ist, viel besser. Neos und Grüne sind in den Umfragen in etwa gleich auf. Beide haben als Ziel die Clubstärke. Warum ist die denn so bedeutend? Zunächst das Ziel, wir wollen irgendwie bei den Koalitionsmehrheiten dabei sein. Das kann es nicht geben, denn es gibt ja höchstens eine de facto Koalition als Arbeitsübereinkommen, sondern das Proporzsystem. Und wenn man selbst keinen Regierungssitz aufgrund des Wahlergebnisses zugesprochen erhält, dann macht es keinen Sinn, eine Partnerschaft mit einer Regierungspartei einzugehen, denn man stützt ja dann etwas, nämlich die Regierung, wo man selber nicht drinnen ist. Die Clubförderung ist das Alternativziel, denn ab 4 Abgeordneten habe ich einen Club, da bekomme ich 450.000 Euro rund im Jahr zusätzlich, eben für Mitarbeiter, für Studien, die ich finanzieren kann und für vieles andere mehr in der politischen Tätigkeit. Theoretisch habe ich sogar nur mit dieser Clubstärke Anspruch auf Büros, die hat man den Grünen und Neos trotzdem jetzt schon gewährt. Und dann gibt es noch ein wichtiges Ziel, man ist nur als Club starke Partei auch bei der Präsidiale dabei, wenn die Tagesordnung bestimmt wird von Landtagssitzungen. Das klingt nach einem formalistischen Detail, aber mitzubestimmen, was überhaupt diskutiert wird im Landtag, ist nicht nur eine Formalie. Bei jeder Landtagswahl sagen uns die Verantwortlichen, diese Wahl habe nichts mit der Bundespolitik zu tun, da ginge es nur um das jeweilige Land. Wie glaubwürdig ist das gerade bei diesem Urnengang? Das ist rein mathematisch wenig glaubwürdig. Wir haben auch ohne Zweitwohnsitzer 1,3 Millionen Wahlberechtigte in Niederösterreich. Das heißt, jeder fünfte österreichische Wahlberechtigte lebt in Niederösterreich. Das ist dann doch zu viel, um zu sagen, das ist eine rein lokale oder regionale Sache. Wird es dann auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben, wie die Wahl in Niederösterreich ausgeht? Unmittelbare Folgen im Sinn von Neuwahlen sehe ich nicht. Denn warum sollte beispielsweise die ÖVP den seltsamen Gedanken verfolgen? Wir haben in Niederösterreich klar verloren, also wollen wir auch eine Bundeswahl, um dort auch möglichst bald klar zu verlieren. Es kann aber eine Konsequenz geben. Die Mehrheit von ÖVP und Grünen in der Bundesregierung, in der zweiten Kammer des Parlaments, dem Bundesrat, ist nur ganz knapp mit einem Bundesrat abgesichert. Und die Zahl der Bundesräte aus jedem Bundesland errechnet sich aus dem Landtagswahlergebnis. Die werden nicht gewählt, sondern als Ländervertreter entsendet. Und wenn jetzt die ÖVP in Niederösterreich stark verliert und nicht die Grünen im Ausgleich dramatisch gewinnen sollten, dann ist die Bundesratsmehrheit womöglich weg für die Bundesregierung. Das hat nicht so dramatische Auswirkungen, weil es Gesetze nur verzögert. Wenn der Bundesrat nämlich widerspricht, kann der Nationalrat einen sogenannten Beharrungsbeschluss treffen. Nur das dauert dann seine Zeit, bis ein Gesetz trotzdem in Kraft tritt. Bedeutet, wenn dann irgendwann einmal die Wahlen im Bund näher rücken, dann muss man schon ein halbes Jahr vorher mit den Regierungsvorlagen für
für Gesetzen fertig sein, sonst geht es sich nicht mehr aus. Würde bei einer Wahl im Herbst 2024 bedeuten, die Regierung kann mit Regierungsvorlagen nur so bis irgendwann im Frühjahr gestalten. Herr Professor Filzmeier, das sind meine erste Aussichten für die Wahl. Wir werden es dann natürlich am Wahlsonntag auch mit Ihnen analysieren. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich.